Moin, weiter geht's mit Rust. Ich bin auf Erkundungstour, ob wir noch eine Basis finden, wo wir noch ein bisschen raiden können. Ja, wir schauen uns am besten mal um. Zu meiner Linken ist schon eine Basis. Hier war ich schon mal gewesen, ja. Also ich blende mal die Karte ein. Hier, so, der mittlere Bereich. U20, U21, V20, V21, ja. Zu meiner Linken oben ist eine Base. Ist eine dicke Base. Vielleicht hat derjenige oder diejenige oder wer auch immer meine Fake Base geradet. Obwohl, meine Fake Base, da war ich noch gar nicht gucken heute. Ich bin direkt von meiner Basis. Meine Basis ist übrigens in Ordnung, meine Hauptbase. Aber bei der Fake Base war ich noch gar nicht gewesen. Es ist nämlich auch ein neuer Rust-Tag. Und natürlich auch ein neuer Relive-Tag. Wir schauen mal. Ich weiß nicht, ob der aktiv ist. Luschen mal. Oh. Ah. Okay. Ah. Ist aktiv. Da ist ein Hochofen an, ja? Hochofen läuft. Der Hochofen läuft. Leute. Leute von heute. Ich glaube, der hat was vor, wenn dann Hochofen läuft, ja? Jetzt habe ich gar nicht so viele Verbände mit, ne? Wenn der Ofen läuft. Mit halben Mauern, glaube ich, auch anscheinend gebaut. Aber ist keine Riesenbasis, ne? Könnte man raiden. Aber da jetzt hochlaufen wäre schwachsinnig, weil der hat ja einen Vorteil, wenn er an der Base ist, ja. An der Base. Das heißt ja auch nicht nur, weil der Ofen läuft, dass er auch da ist. Der könnte auf jeden Fall gefährlich werden. Ich glaube, der sieht sogar von da oben eine Basis. Das könnte sein. Der muss auch die Fake Base von da oben gesehen haben. Baue dann hier einfach eine Basis hin. Hier. Dann raidet er die zuerst. Das wäre auch die Idee, Leute. Ich habe jetzt keine Dings dabei. Keine Axt habe ich dabei. Was haben wir denn überhaupt in der Nähe hier? Nix. Flugplatz, okay. Könnte ich eigentlich auch mal endlich hinlaufen, ja? Eigentlich. Oh, erstmal gucken, ob hier irgendwo noch eine Base ist. Ich glaube nicht. Ich
Gleich kommt er von hinten und dann bin ich weg. Ach, viel Stein hier, ne? Baut eventuell nicht größer, also nicht weiter. Kann ich ja so eine Base hier eigentlich hinbauen? Ah, da sieht meine Base nicht. Also für drei Türen könnte ich noch Sprengladungen herstellen. Beziehungsweise ich habe für drei Türen Sprengladungen. Die Frage ist, ist er zu Hause? Das war nicht gut. Oh, er ist zu Hause. Fleißig am Craften. Er will bestimmt raiden gehen. Bestimmt will er raiden. Aber Basiskampf, er ist ein Vorteil. Er kann flüchten. Er kann in seine Base wieder reingehen. Ist für mich ein Nachteil. Irgendwo abfangen. Die Richtung ist meine Base. Also hier runter, ja. Nee, die kann er nicht sehen. Hat da rechts außen auch eine Leiter? Moment mal, muss mal ein bisschen. Hier, Risiko. Upsala. Ja. Da haben schon welche versucht, nach oben hochzukommen, zu gucken, was da oben los ist, ob oben offen ist. Deswegen die zwei Leitern. Das ist ein Risiko, er muss weg. Eigentlich muss er weg. Ich müsste gucken, ob die Fake Base noch zu ist. Okay. Da jetzt rumlungern, da bringt nichts. Rumcappen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Man weiß auch nicht, wann da rauskommt. Flugplatz ist auch noch so weit weg. Ich hätte ja schon Bock, da eine Fake Base hinzubauen, ne? Bei ihm direkt vor der Nase, ja. Ich habe keine Tür. Ach ja, eine Tür. Ich muss ja noch eine Tür greifen, weil ich habe jetzt keine Tür bei.
Bau bei Ihnen eine Basis hin, nicht? Oder hier in der Nähe. Als Ablenkung. Aber ich muss erstmal wissen, ob meine Fake Base überhaupt dicht ist. Naja, wir schauen hier nochmal ein bisschen. Ja, irgendwo Holz. Kann ich mir auch einen Stein machen? Ne, auch nicht. Holz liegt hier auch nicht rum. Ich könnte aber jetzt den Stein hier eigentlich mitnehmen. Können wir jetzt. Kann, ja, genau. Dann mache ich mir noch eine. Und dann baue ich da. Ich baue ihn da eine Basis hin. Muss dann halt nur nach Hause wegen der Tür. Hole ich halt nur den Stein, der hier ist. Und dann gehe ich wieder zurück. Flugplatz wäre schon nice, aber mit Inventar oder wenn ich da Stein jetzt oder Stein in der Taschen habe, möchte ich nicht unbedingt dahin. Mit vollen Taschen. Auch wenn das nur Stein ist, aber der mit seiner Base, da machen wir schon ein bisschen Sorgen. Wenn er fleißig da am brutzeln ist, ja. Können eine Gefahr für mich werden. Ist das denn da vorne? Basis? Base? Zerfallen, ne? Ja, ist auf. Ich guck da gleich mal. Vielleicht war da noch keiner gewesen, aber ich denke mal eher weniger. Kann ich die vielleicht eventuell übernehmen sonst? Ich würde schon ein bisschen näher da hinten bei den dran ranbauen. Hallo, was ist denn das für ein Mist hier? Das ist schon länger her, wenn der Ofen schon so kaputt ist. Boah, hätte man vorher wissen sollen, ja? Die Kisten sind bestimmt leer. Wie soll man denn da hochkommen? Ich hab kein Holz. Kann man überhaupt. Das ist kein Schrank mehr, ne? Ist Schrank unten eingebaut oder was? So komme ich doch gar nicht daran.
Das kann er erzählen hier. Da war ja klar. Okay, zwei Leute waren's. Zerfallen oder geradet? Ich denke mal, ja, geradet. Stein sollte reichen. Ich gehe jetzt gleich wieder zurück und dann kümmere ich mich darum. Hier ist weit und breit sonst keine Basis. Okay, es war ein Leck. So viel Stein, Leute, so viel Stein. Meistens sind Lecks, Leckte werden ja Basen gerendert, geladen. Weißt du mal gleich, hier in der Nähe ist was. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn das mal so ruckelt oder leckt. Weiß ich ja, hier in der Nähe müsste ja wieder was Größeres sein, ja. Vielleicht auch in der Höhle. Man weiß es nicht. So bin ich denn jetzt überhaupt? Ich muss da unten hin. Eieiei, ich kann hier gerade rüber. Das Stein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, es reicht. Ich habe zu Hause auch noch Stein. Obwohl, nicht mehr so viel. Ich nehme den da noch mit. Und dann muss ich eine Tür kräften, einige Türen, vielleicht zwei, drei, und dann baue ich eine dicke Base vor die Nase hin. Ich könnte eine Holztür machen. Mehrere Holztüren. Am Metall wäre mir lieber. Holztür, hör da so schnell auf. War gerade ein Umweg, nicht direkt bei ihm da. Kann mich natürlich sehr leicht sehen von da oben.
Ich mit ein paar Türkräften und dann Holz noch holen und dann geht er los hier. Mit Bauen. Am besten hier am Ufer gleich eine Base hinstellen. Nicht so weit bei ihm dran. Am Ufer. Kann er die erstmal raiden. Mach ich auch. So, es wird auch dunkel, so langsam, aber sicher, ne? Und dann kann ich auch erstmal craften und dann. Hier drüben reicht eigentlich, da brauche ich eine Basis hin oder da hinten. Er sieht es ja von da oben, ja? Oder halt hier unten am Wasser, brauche ich eine Base hin. Wenn er die raidet, gehe ich hin. Machen wir doch so, ne? Am Wasser sieht man doch perfekt eine Base. Ja, dann machen wir so. Und gleich komme ich nach Hause und dann klatscht er bei mir an die Türen schon, ist er schon in Gange. Er schmeißt der Sprengstoff ran. Gleich geht's los. Gleich kommt der Boom. Der laute Boom. Ja, bloß nicht. Wenn ich hier laufe, kann mich natürlich sehen, ja, aber der weiß bestimmt, dass da hinten Basen sind. Und wenn, lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Dann gibt's doch noch ein bisschen Action zum Schluss. So, ich komme auch gleich mal an der Fake Base vorbei. Bin ich auch mal gespannt. So, hier war ja die Base, die ich geradet habe. Ja. Die ist ja auch weg. Es wird aber auch gleich schnell dunkel, ja? Hm, ich weiß gar nicht, ob der Schmidt Schniffler noch mal online kommt. Er spielt gar nicht so aktiv. Kann man auch gar nicht zusammen raiden gehen. Hätte ja schon gedacht, dass er am Abend mal Zeit hat. Die Kisten weg. Hier sind keine Kisten, keine großen, ne? Ich bin gespannt, ob die Tür noch drin ist hier. Jetzt wird's dunkel, liebe Leute. Schaffe ich gar nicht mehr rechtzeitig nach oben, ja, dann sehe ich ja wieder nichts. Machst so du drei Türen? Drei Türen brauche ich. Brauche ich die Base am Wasser hin? Und dann ist gut. Was ist das denn da? Ach, das ist meine Fake Base. Ich bin so blöd. Nee. Natürlich. Bin ich blöd oder was? Nee, alles gut.
Hatte bloß einen anderen Blickwinkel. Ich dachte gerade, das ist eine andere Basis. Ah, der sieht meine Base von da hinten nicht. Er hat seine Base. Ich guck mal gerade. Da hinten. Bei mir wird es ja nicht geladen. Ob er die Base sieht hier? Kann er weiter gucken? Hat er bessere Augen als ich? Könnte knapp werden, ne? Schmidt-Schnüffler, diese Base, die können wir zuerst sehen, jo. Na, ist so wurscht. Wurscht. Ich komme schon wieder nicht hoch, doch, ich komme schon wieder nicht hoch. Warum komme ich denn da nicht hoch? Bin doch gar nicht so schwer. Wegen den Stein oder was? Oh nee, du. Mann, 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 Mann. So. Erstmal hier hin, ich sehe sowieso nichts. Ja, dann komme ich zum Ende. Danke wieder fürs Einschalten. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich baue ihn auf jeden Fall eine Base vor die Nase, dann kann er die erstmal raiden. Joa. So viel dazu. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt. Also bis demnächst, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.